Moin Leute, euer Bamad wieder am Bambus und heute zeige ich euch eigentlich, wie ihr jedes, wirklich jedes Fahrzeug kostenlos bekommen könnt. Wie geil ist das denn? Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die, die schon nicht abonniert haben, abonniert mich, so fast die krassesten Glitches in GTA Online. Und am Ende des Videos habe ich eine kleine Überraschung für euch, also dranbleiben lohnt sich. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Um den Glitch, was es sich hier handelt, nennt sich Give Cars to Friends, also vom Freunden Autos bekommen und das halt kostenlos. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal das Casino Penthouse. Außerdem braucht ihr einen markierten Job, einen ganz bestimmten markierten Job. Den Job findet ihr in der Videobeschreibung / Kommentaren. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr die Oppressor MK2. Ganz wichtig. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund und dieser Freund braucht auch ein MOC. Und natürlich sollte euer Freund auch das Fahrzeug haben, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall ist es jetzt hier einfach das neueste Fahrzeug, was Rockstar Games rausgebracht hat aus dem DLC. Und zu guter Letzt braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also am besten einen kostenlosen LG in irgendeiner Garage. Es ist völlig egal, in welcher Garage. Habt ihr das Ganze? Sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes trefft euch mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundesitzung aufgenommen. Als erstes trefft euch mit eurem Freund beim Casino, denn ihr müsst jetzt beide euren MOC anfordern und dahin bringen. So, in meinem Fall habe ich jetzt hier gerade mein MOC geparkt. Mein Freund hat es hier auch irgendwo in der Nähe hingestellt. Das ist echt egal, wo der MOC vom Freund steht, aber euer sollte hier auf dem Parkplatz stehen. Gut, als nächstes gehen wir jetzt in unser Apartment hinein. Sind es ein Apartment drinne, müssen wir jetzt erstmal kontrollieren, ob der Job, den wir uns markiert haben, auch sichtbar ist. Denn falls er nicht sichtbar ist, müssen wir das auf jeden Fall korrigieren. Falls bei euch der Jobkreis nicht da ist, gibt es eine ganz einfache Lösung, denn ihr müsst einfach eure anderen markierten Jobs, die ihr über Lauf der GTA-Zeit mal markiert habt, wieder löschen. Und zwar so lange müsst ihr markierte Jobs löschen, bis dieser Job sichtbar ist. Ja. Das ist teilweise schmerzhaft, da man nicht alle Jobs weggeben möchte, aber es ist leider so. Musste ich tatsächlich auch machen für die Aufnahme, da der Jobring bei mir auch nicht direkt sichtbar war. Ihr seht auch hier, wie ich jeden einzelnen markierten Job, den ich hatte, nach und nach gelöscht habe. Ihr müsst nicht sofort alle löschen, ihr könnt so gesehen erstmal 5 löschen, neue Sitzung gehen und gucken, ob der wieder da ist. Aber ich musste, ich glaube, so Richtung 15 markierte Jobs löschen, bis er mir sichtbar war. Aber gut, seid jetzt an dieser Stelle angekommen, wo ich jetzt bin, sprich der Jobkreis ist sichtbar, können wir jetzt weitermachen mit dem Glitch. Als erstes treten wir theoretisch einem Freund bei, der in einem anderen Zielmodus ist und eine Einladungssitzung ist. Oder ganz einfach, wir treten unseren Bots bei, denn wir gehen jetzt einfach ins PlayStation-Menü und geben es den Namen des Bottes ein. In meinem Fall ist es hier Anabug1P5. Und wir treten jetzt einfach bei. Wir werden jetzt in GTA eine Meldung erhalten, ob ihr euch sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Diese Meldung akzeptiert ihr mit X. Aber die zweite Meldung, die ihr kommt, wegen dem Zielmodus, die brecht ihr mit Kreis ab. Als nächstes gehen wir jetzt zum Aufzug, denn wir brauchen jetzt oben links das Menü offen vom Aufzug. So, habt ihr das Menü offen, gehen wir jetzt mit dem Charakter seitlich in den Jobkring rein, aber so, dass sich das Menü nicht schließt. Das Menü muss offen bleiben. Jetzt scrollen wir zum Musiklocker. Sind wir jetzt mit dem Cursor auf dem Musiklocker drauf, passiert jetzt folgendes. Wir akzeptieren gleich die Meldung beim Musiklocker, aber instant danach müssen wir auch die rechte Pfeiltaste spammen, damit wir in den Jobring reingehen. Also sprich, ich drücke jetzt hier X und direkt danach rechte Pfeiltaste instant. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt durch die Map fallen und außerhalb des Casinos spawnen. So, sind wir jetzt außerhalb des Casinos gespawnt, gehen wir jetzt zum Parkplatz, wo unser MOC steht. Denn als nächstes müssen wir jetzt die Oppressor MK2 aus dem MOC anfordern. Das macht es über das Interaktionsmenü bei Sonderfahrzeugen. Aber wichtig, ihr macht das über das Interaktionsmenü und geht nicht rein. Denn wenn ihr reingeht ins MOC, seid ihr nicht mehr im Modus. So, wurde die Oppressor geliefert. Ihr müsst ein bisschen rumschauen, denn die Minimap an sich funktioniert nicht mehr. Ihr seht auch kein persönliches Fahrzeug, deswegen müssen wir ein bisschen rumgucken. In meinem Fall stand es jetzt hier auf dem Parkplatz. Stellt jetzt einfach die Oppressor vor eurer MOC hin. Denn als nächstes brauchen wir ein Straßenfahrzeug, was den blauen Punkt von MOC, ich sag's mal, verdeckt verhindert. Bedeutet, ich steige jetzt hier in dieses Fahrzeug ein, parke es jetzt hier ungefähr so vor einem MOC, denn wir steigen jetzt wieder um auf unsere Oppressor MK2 und fliegen jetzt über das Auto und sperren jetzt die rechte Pfeiltaste. Das Ziel ist es jetzt, draußen vor den MOCs zu spawnen und das Straßenfahrzeug ist weg.
Das ist unser Ziel. Falls ihr es nicht schafft und reingespawnt werdet oder sonst irgendwas, müssen wir den Glitch komplett nochmal neu machen. Gut, in meinem Fall hat es hier glücklicherweise wunderbar funktioniert. Denn als nächstes steigen wir vom Presse MK2 einfach ab und lagern es ein. Haben wir das Fahrzeug jetzt hier eingelagert, müssen wir jetzt das Fahrzeug bestellen, was wir diesen Glitch verlieren können. Also sprich, mein Tipp, nimmt den kostenlosen Elegy. In meinem Fall stand jetzt hier in irgendeiner Garage. So, ihr müsst jetzt wieder euch umschauen, wo er spawnt, denn es ist wichtig, dass er gespawnt ist. So, in meinem Fall ist er hier auch wieder auf dem Parkplatz gespawnt. Als nächstes steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was euer Freund euch geben möchte. In meinem Fall ist es jetzt hier der Dragur, das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Seid jetzt im Auto drinne, muss jetzt euer Freund in sein MOC reingehen und euch in sein MOC einladen. Hat euch euer Freund jetzt eingeladen, öffnet jetzt die Einladung auf den Handy und zwar so, dass du noch einmal X drücken musst. So, jetzt gibt es theoretisch verschiedene Wege, um das Ganze, ich sag's mal, abzuspeichern oder richtig zu machen. Ihr könnt es theoretisch einfach die Meldung annehmen, ihr kriegt Infinity Black Screen und müsst GTA neu starten, dann habt ihr das Auto und das Ganze ist auch abgespeichert. Aber es gibt auch eine Methode, wo ihr nicht GTA neu starten müsst. Die erkläre ich euch jetzt. Denn ihr müsst jetzt, während ihr die Einladung so offen habt, jetzt die Optionstaste gedrückt halten. Wirklich halten. Und das Ziel ist es jetzt, so gesehen das Optionsmenü zu eröffnen und nahezu gleichzeitig, aber kurze Zeit später, die Einladung anzunehmen. Also sprich, die Optionstaste loslassen und dann X spammen. So, das mache ich jetzt einmal. Optionstaste loslassen, X spammen. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr im Hintergrund auch wieder diesen Infinity Black Screen haben. Aber das Optionsmenü ist offen. Und dadurch, dass das Optionsmenü jetzt offen ist, können wir jetzt einfach eine neue GTA Online-Sitzung joinen. Und dadurch haben wir ein bisschen Zeit gespart, da wir nicht GTA neu starten müssen. So, ich bin jetzt hier in der neuen Sitzung gespawnt und ich fordere einfach mal das Fahrzeug an, was aktuell in meinem MOC drin ist. Früher war es der Opresso MK2 und was spawnt jetzt? Der Dragur, das Fahrzeug von unserem Freund. Sprich, der Glitch hat wunderbar funktioniert. Aber ihr freut euch jetzt bestimmt, hä, wo ist jetzt die Opresso MK2? Naja, die Opresso MK2 steht jetzt genau auf dem Spot, wo vorher euer Elegy stand. Sprich, ich fahre jetzt mit dem Fahrzeug zurück zur Garage und wechsle es einmal um, damit die Opresso MK2 wieder im MOC drin steht. Aber gut, Leute, das war's generell zum Glitch-Video. Ich weiß, ist jetzt nicht der leichteste Glitch, aber ich hoffe, ich habe es für euch gut genug erklärt, dass ihr das Ganze verstanden habt. Falls nicht, schreibt gerne in die Kommentare und ich helfe euch gerne weiter. Gut, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, ich habe eine Überraschung für euch. Und das ist auch so, denn ich werde hier öfters gefragt, ey, kann ich mal das Auto von dir haben oder das oder jenes oder etwas. Und ja, Leute, ich veranstalte nächste Woche Samstag einen Giftcast to Friendstream. Also ihr könnt gerne dabei sein und euch ein Auto snacken. Also vergesst nicht auf YouTube mir zu folgen, denn ich werde live gehen auf YouTube und Twitch. Und dort könnt ihr gerne euch ein Fahrzeug abholen, zum Beispiel wie dieses Fahrzeug aus dem Video oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die ich generell so besitze. Aber wenn euch dieses Glitch-Video gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.